Valentina sieht die Beauty-OP-Verwandlung von Katrin kritisch und verteilt, wie heißt nochmal das Gegenteil von Komplimente? Ey, geil. Das bin ich. Wo? Hier. Bist du sicher? Ja, das bin ich wirklich. Für mich zwei verschiedene Personen. Ich finde das erschreckend. In den 4 Jahren so eine Wandlung finde ich schon sensationell, oder? Das ist auf jeden Fall nicht ins Positive. Da bin ich wirklich schockiert, weil das sind für mich zwei unterschiedliche Menschen. Ich finde, da sieht das Bild hübsch drauf aus. Auf dem Kalenderbild sehe ich eine ganz natürliche, hübsche, junge Frau, die wirklich eine hübsche Oberweite hat, ein sehr hübsches, feminines, natürliches Gesicht, schöne Lippen. Also wir Männer finden, also mit den Lippen, lieber Natur. Auf jeden Fall. Ich mag das gar nicht. Nee, ich auch nicht. Diese Hyaluron-überspritzten Lippen. Dann hier hat sie, glaube ich, auch irgendwie Hyaluron drin. Dann die Augenbrauen sind wirklich meiner Meinung nach sehr schlecht pigmentiert. Ich finde es nicht gut. Jetzt sieht man, dass die Extensions leider sehr schlecht sind. Jede Frau im TV hat gemacht. Wir leben mittlerweile in einem Zeitalter, wo Mädels das zum Geburtstag bekommen. Die Brüste komplett, frage ich mich, was man sich dabei denkt, muss ich echt sagen. Ich muss sagen, auf dem Bild finde ich sie 1000-mal hübscher. Das ist so erschreckend, wenn man keine gemachten Brüste, keine aufgespritzten Lippen, keinen gemachten Arsch hat, ist man ja eigentlich schon was Besonderes. Es sei denn, diese Generation mehr, mehr, mehr. Und das ist echt erschreckend immer wieder. Ich hatte auch eine Nasenkorrektur, allerdings aus gesundheitlichen Gründen. Ich habe einen kleinen Höcker weggemacht, aber ganz dezent. Und ich lasse mir auch die eine oder andere Hyaluronspritze hier setzen, aber ganz dezent, um die Gesichtsproportion habe ich das einfach nur so nach vorne gehoben. Aber ganz dezent, da machen sich auch einige Implantate rein, wie Michaela Schäfer, das würde ich auf keinen Fall machen. Tanja hat übrigens auch schon Ersatzteile, denkt aber kritisch darüber. Ich möchte die jetzt wieder rausnehmen, meine Silikonimplantate. Back to the roots. Ich bin beim Auto, Frontspoiler weg, alter Spoiler wieder drauf. Und dann ist er wieder original und mehr Geld wert. Ich lasse mir weder Arsch noch Brüste machen. Fertig. Irgendwann ist auch Hoffnung mal verloren. Genau.